Hey, ich habe Raymond gefunden. Wer sagt's denn? Aber verdammt, er ist doch hinter der Tür. Hoffentlich kann ich die öffnen. Hoffentlich komme ich da irgendwie durch. Moment, das versuche ich doch gleich mal. Hier ist die Tür. Womit denn? Oh, da brauche ich einen Gegenstand für. Verdammt! Verdammte Axt! Ich dachte, ich hätte ihn. Es war so schön, so knapp. Tja. Mist. Hier ist auch kein Schalter irgendwo, ne? So wie es aussieht. Naja, sieht nicht so aus. Außerdem sagt er, ich brauche einen Gegenstand und ich habe keinen Gegenstand. Ich habe den nicht. Verdammt. So knapp und doch nicht erfolgreich. Nun, da bleibt mir nichts anderes übrig, als mal zu den Wassermagiern zu gehen und mit denen eine Runde zu quatschen. Und übrigens, willkommen zur neuen Folge. Und sorry, dass ich mich beim letzten Mal nicht verabschiedet habe. Die Zwischensequenz hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Hey, guck mal, du dämliche Torwache, ich gehöre jetzt dazu. Wir sprechen uns noch. Verschwinde! Ah, okay, doch nicht. Mit wem kann ich denn hier reden, dem auffällt, dass ich eine neue Rüstung habe? Hey, guck mal, ich habe neue Kleidung. Macht mir doch mal ein Kompliment. Oder so. Torus. Ne? Auch nicht? Schade. Die dumm. So, was brauche ich denn? Was brauche ich denn, um dieses Tor zu öffnen? Das wüsste ich schon Hey. gerne. Wisst ihr das vielleicht? Raven, genau. Wegen Raven. Ich bin bis zu Ravens Gemächern vorgedrungen. Und? Was ist mit Raven? Ich kam zu spät. Er ist vor meinen Augen im Adanos-Tempel verschwunden. Was? Das ist eine Katastrophe! Warum bist du ihm nicht gefolgt? Ja, ich wollte ja. Ich konnte Raven nicht folgen. Er hat das Eingangstor von innen versperrt. Ich muss nachdenken. Die Frage ist, wie ist Raven in den Tempel gelangt? Was hat er getan, bevor er das Portal durchschritten hat? Er hat eine Beschwörung auf das Tor ausgesprochen. Und davor? Er hat eine Grabkammer geöffnet. Ich weiß nur, dass er dort eine Art Ritual abgehalten haben muss. Ein Ritual. Ja, das ist es. Ich befürchte, Raven hat sich die Macht der Totenwächter zu eigen gemacht. Er hat Okay. seine Kenntnis über den Tempel von einem Geist erlangt. Du Ups. musst zu Myxia gehen und ihm davon berichten. Okay. Adanos möge dich schützen. Myxia. Wo ist Myxia? Hab ich denn, was habe ich denn an Lernpunkten 5? Das reicht leider immer noch Warte nicht, mal. um einen vernünftigen Zauber zu Lass lernen. uns handeln. Aber, was haben wir denn hier? Amulett der Krieger brauche ich nicht. Das alles brauche ich nicht. Das Runenbuch wäre mal cool zu haben. Was hast du denn an tollen Geysir? Hey, Geysir kenne ich noch nicht. Müsste ich mal ausprobieren. Ist bestimmt so ein Feuerzauber oder so. Nee, was ich machen wollte ist, ich brauche hier das Amulett der Flammen nicht mehr. Ich brauche den Ring der Heiler nicht. Ich brauche den Ring der Krieger nicht. Den würde ich wahrscheinlich behalten. Kommt, das brauche ich auch nicht. Den würde ich auf jeden Fall behalten. Hatte ich nicht mal einen besseren Ring? Oder das brauche ich auch nicht. Hatte ich nicht mal ein Amulett? Genau, ein Amulett der Erzhaut mit 8 auf alle. Genau, die hatte ich. Hatte ich nicht mal zwei von der Sorte? Dieser Ring gehört Laris, dann sollte ihn auch Laris wieder bekommen. Zwei von der Sorte, dachte ich, hatte ich mal. Tja, dann wohl nicht. Na, was soll's. Okay, gut. Genug gehandelt, genug geredet. Ich suche ein Bixier. Ich brauche gar nicht handeln. Ich habe 2000 Geld. Ich habe genug. Hey, du. Nefarius. Nö. Wo ist Myxia? Myxia, wo bist du? Merdarion? Ist Myxia nicht da hinten? Da ist er. Hab ihn gefindet. So, was jetzt? Ich hab, Hey. glaube ich, mit einem Geist oder so, weiß nicht. Saturas schickt mich. Raven ist in den Tempel vorgedrungen und hat das Portal hinter sich versperrt. Saturas meinte, er hat seine Kenntnisse über den Tempel von einem Geist erlangt. Bei Adanos. Er muss den Hohepriester Kardimon beschworen haben, um ihn nach einem Weg in den Tempel zu fragen. Laut den Aufzeichnungen hatte er sein Grab in den Höhlen unter der Festung.
Du wirst es ihm gleich tun müssen. Aber Kardimon kannst du nun nicht mehr befragen. Das Grab des Kriegerfürsten Quahodron soll im Westen des Tals liegen. Du wirst es finden müssen und Quahodron erwecken. In diesen Inschriften hier ist festgehalten, wie ein gläubiger Adanos einen Geist beschwören kann. Glaubst du, das klappt wirklich? Ich habe schon viel wirres Zeug gelesen. Zum Beispiel die Schriften von Iberion, dem Anführer der Bruderschaft des Schläfers. Aber dem Verfasser dieser Schriften glaube ich jedes Wort. Ach ja, der gute alte Iberion. Die Bruderschaft des Schläfers hat nicht nur Lügen verbreitet. Den Schläfer gab es wirklich. Es waren auch nicht ihre Lügen, die sie unglaubwürdig gemacht haben. Es waren ihre Worte an sich. Die waren mehr verworren als glaubhaft. Sie zeugten von dem übermäßigen Gebrauch des Sumpfkrauts, das sie rauchten. Yep, das kann ich auch bezeugen. Es ist die Ernsthaftigkeit und Besonnenheit in den Worten dieser Steintafel, die mich davon überzeugt, dass dieser Mann hier die Wahrheit schreibt. Warum Quahodron? Warum nicht gleich den Hohepriester Kardimon? Raven hat mit seiner Beschwörung das Grab von Kardimon entweiht. Davon können wir ausgehen. Wir müssen uns einen anderen Geist suchen. Ist das wirklich dein Ernst? Ich will nichts unversucht lassen. Wenn auch nur der Hauch einer Chance für uns besteht, einem der Erbauer zu begegnen, dann müssen wir das tun. Also ich Raven muss. Raven hat es ja auch geschafft. Also ich muss. Angenommen, ich wollte diesen Geist beschwören. Was müsste ich tun? Finde Quahodrons Grab im Westen des Tals. Mit den Worten der Totenwächter, die ich dir hier aufgeschrieben habe, wird sein Geist herbeigerufen. Das wäre auch schon alles. Jetzt müsstest du nur noch das Grab finden. Viel Erfolg, mein Sohn. Aha. Ich bin begeistert. Nicht. So, im Westen, was haben wir denn da? Genau, ach ja, da bei den Orks. Okay, das war im Norden. Das ist im Norden, dieses Ding bei den Orks. Vielleicht da links unten. Da scheint auch der letzte Teleporter zu sein. Ja, schätze ich mal, dass es da sein wird. Dann würde ich mal sagen, ich begebe mich dorthin und töte vielleicht noch einige Gegner auf dem Weg und sammle Erfahrung. Und steige vielleicht noch eine Stufe auf und kann endlich nach all der Zeit einen neuen Zauber lernen. Die Frage ist nur, welchen? Schreibt mir mal in den Kommentar, was ihr denkt, was ich lernen sollte. Welcher Zauber sich lohnen würde für mich? Und ich bin gerade ein bisschen verschwenderisch mit dem Mana, ich weiß. Ich habe so viel davon und ich fühle mich gerade so mächtig. Das ist natürlich auch ein Grund, warum ich stärkere Zauber haben sollte. Also stärker, oder vielleicht nicht unbedingt stärker, aber effizienter im Sinne von mehr Schaden pro Mana. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Fangheuschrecken. Hey, die haben wir doch schon lange nicht mehr gesehen, die Viecher. Komm mal her. Ich mag das nicht, dass meine Magie nicht funktioniert, wenn ich direkt vor dem Gegner stehe. Das ist so, ich weiß nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann soll es doch zumindest keinen Mana verbrauchen, oder? Finde ich so zumindest. Na, komm her. Laber nicht, komm her. Lass uns die Sache hinter uns bringen. Kurz und für mich möglichst schmerzlos. Okay. Zugegeben, für die Heuschrecke ist es wahrscheinlich nicht allzu schmerzlos. Aber, naja, für mich schon. Nun denn, ich brauche hier ein bisschen Leben. Das hat gerade massiv geleckt, aber so richtig. Ich hätte niemals sonst Wacholder getrunken, weil es viel zu lange dauert. Nee, das da wollte ich. Damit das Zeug mal wegkommt. Und das da, geh mal weg. Ist egal, ich bin voll geheilt, ich nehme es trotzdem, damit es weg ist. Ich brauche das nicht, ich habe genug Heilung. So, was haben wir denn hier unten? Hier unten war ich doch noch gar nicht. Moment, da war gerade irgendwas. Blauflieder, okay. Ja, doch, Blauflieder sehe ich ein. Blauflieder finde ich gut. Auch wenn es ein bisschen wenig halt, nur es halt beides. Mana und Leben. Ein paar Pfeile. Ja, ich meine, ein Pfeil ist ein Gold, kann man machen. Rostiges Schwert, Feuerkraut. Eigentlich ist es mir das nicht wert, aber ich will, dass die Pfeile weggehen, damit ich sehe, ob hier noch irgendwas liegt. Das Problem ist nämlich, ich kann hier nicht wirklich durchwechseln zwischen den Dingen, die ich anvisiere und aufnehmen kann. Sondern es pickt er sich mehr oder weniger zufällig raus.
Gut, dann wäre da unten nochmal so eine Windung. Ups. Hey, Heilkraut. Das nehme ich doch gerne. Hä, da hinten geht's hoch. Okay. Gibt's hier irgendwas? Oder was ist hier? Kann ich da hoch? Hey, ich kann hier tatsächlich hoch. Oh mein Gott. Ich habe zwar schon mal fast geschrottet, das Spiel, aber ich will auch hier hoch. Na? Ich sagte, ich will hoch. Das ist es mir wert. Ich will die Aussicht sehen. Ich will die Aussicht genießen. Naja, okay. So viel Aussicht gibt's hier leider nicht. Zwischen den Felsen hier ist auch nichts. Gut. Dann gehe ich immer wieder runter. Bevor ich da noch runterfalle oder so. War ich da oben schon? Nein, hier war ich noch nicht. Wie gut. Guck mal. Na, da gucke ich doch gleich mal, was es hier gibt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein goldener Kelch. Eine Steintafel. Eine Steintafel. Welche war es diesmal? Ich will es wissen. Und sie benutzen. Geschick? Ja, Geschick nehme ich. Brauche ich nicht wirklich. Aber hilft mir zum Beispiel hier beim Schlösserknacken. Es war rechts, links, links, rechts. Ein Topf. Okay, war ich denn da oben schon? Sieht so aus. Ja, da oben war ich auf jeden Fall schon. Das erkenne ich. Das kenne ich noch von vor einer ganzen Weile. Als ich hier frisch war und mich dann hinter den Tempel umgeguckt habe, bevor ich zu den Banditen bin. Okay, so frisch war ich ja nicht, aber ich war noch nicht bei den Banditen gewesen im Sumpf. So, den Blauflieder hätte ich gerne. Und dann haben wir hier einen Varan. Ach komm, Varan schaffe ich ohne Magie. Wer doch gelacht. Komm her. Siehste mal, das geht doch einfach so. Ich will die Pilze. Egal, wo sie sind, ich will alle Pilze. Gibt's hier denn Pilze? Ich weiß es nicht. Es gibt hier eine Waldbeere. Da drüben ist ein Haus. Guck mal, wie schick. So direkt am Tal. Okay. Da will ich nicht runter. So viel ist sicher. Noch eine Beere. Okay. Ja, ich meine, ich nehme es mal mit. Ich kann mich damit immerhin offscreen gemütlich heilen. Ohne euch zu langweilen. Snapper. Ich mag Snapper mittlerweile. Ich weiß nicht, ich hatte am Anfang so massiven Respekt vor Snappern, weil die halt so schnell sind und so einigermaßen stark. Aber mittlerweile finde ich die Viecher einfach nur noch cool. Ich kann sie einfach besiegen, so stark sind sie ja gar nicht. Und irgendwie sehen sie toll aus, ich weiß auch nicht. Ich mag sie irgendwie. Sie sehen so ein bisschen aus wie Dinosaurier, ne? So ein bisschen wie Raptoren. Wahrscheinlich sind die auch genau daran angelehnt. Was ist das? Ich meine nicht den Blauflieder. Klingt nach Ork. Ja, ein Ork. Okay, mit viermal Zaubern kriege ich ihn klein. Ich will jetzt nicht das Risiko eingehen, mich hier in den Nahkampf zu begeben. Aber ich muss schon sagen, die Tatsache, dass ich hier gerade ganz alleine... verdammt, da ist noch einer. Die Tatsache, dass er gerade ganz alleine einhändig einen Ork besiegt hat mit ein bisschen Mana, das finde ich schon beeindruckend. Moment, ich habe eine neue Rüstung, ich bin stärker, ich habe mehr Trefferchance. Mehr Volltrefferchance. Ich versuche mal hier, ob das nicht auch so klappt. Obwohl ich angeschlagen bin. Ich versuche ihn erstmal an den Rand zu drängen. Das klappt nicht wirklich. Und ich bin fast tot, deswegen haue ich ab. Ich hoffe mal, er kommt nicht mit zu den Magiern und legt die nicht um. Okay, ich kann ja nach da hinten abhauen.
Sehr gut. Ah, Mist. Ich bin doch blöd. Zu früh angehalten. Nein. Geh da durch. Hey, da ist eine Truhe. Ach so. Ja, da kommt er ja auch rüber. Verdammt. Nein, treff mich nicht. Nein, du darfst mich nicht treffen. Oh mein Gott. Hilfe. Zu Hilf. Ah, puh, Glück gehabt. Jetzt aber. Nein, ich bleib hier nicht stehen. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich lauf hier weg. So, und jetzt sollte er früher oder später wieder hierher kommen. Auf seinem Weg zurück. Das heißt, ich brauche hier auf jeden Fall erstmal meinen Mana, damit ich ihn abschießen kann. Und dann... Komm, 200 Leben müssen reichen. Da ist er ja. So, und jetzt mache ich das gleiche mit dem, wie vorhin, mit dem anderen Ork. Die gute alte Magie. So, dann komm mal her. Eins, zwei... Ich wollte sagen drei, aber der vierte, also einer der vier, hat leider nicht getroffen. Es ist schon wieder so spät abends, meine Güte. Andererseits ist die Folge auch gleich zu Ende. Also, es geht jetzt schon 16 Minuten, 17 Minuten. Wisst ihr was? Ich werde mich hier nochmal eine Runde aufs Ohr hauen. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Und beim nächsten Mal werde ich da dann wieder... Ja... Also wir sehen uns da unten wieder bei der Biegung, da wo ich die Orks getroffen habe. Das ganze Gelaufe erspare ich euch. Es sei denn, es passiert was Interessantes, dann natürlich werdet ihr es mitkriegen. Lernpunkte nach wie vor nicht. Das war unnötig vertippt. Ja, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie ich jetzt schlafe und dann wieder hinlaufe, müsst ihr nicht mitkriegen, müsst ihr nicht zuschauen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder, wenn ich mich auf den Weg mache zu Quahodron, um ihn zu befragen, wie ich in den Tempel bei Raven hineinkomme. Also dann, bis dahin, auf Wiedersehen.